Rasencheck. Rasen sieht erstaunlich gut aus. Kaum Bräune, wirklich relativ grün. Kein Moos, überhaupt kein Moos. Ein paar bräunliche Flächen. Ich hoffe, ihr könnt das sehen hier. Naja, 30. Guck mal, der ist 50. 30. Die kurzen sind so auf 20 geschnitten. 40. 40. Ah, es gibt ein paar lange Gräser. Die sind so auf 50. 40 bis 50 mm rausgewachsen. Ja, das ist okay. Aber die meisten liegen so zwischen 20 und 30 mm. Das ist top. Da braucht man keine Angst zu haben. Der Rasen sieht super aus. Sensationell. Es ist richtig, richtig, richtig kalt. Und ich will jetzt hier endlich meinen E-Flex auseinandernehmen. Ich will die ganzen roten Teile endlich abbauen. Ich will die Spindel zerlegen. Und dann weiß ich ganz genau, welche Ersatzteile ich kaufen muss. Und dann haben wir einen richtig coolen, leisen, umweltfreundlichen Spindelmäher, der einen perfekten Schnitt macht. Das ist hier die Winteraktion. Aber jetzt wird erstmal zerlegt. Bleibt dran! Yeah! Erstmal werde ich jetzt hier den Akku abschrauben. Das Ding ist bleischwer, 27 Kilo wiegt hier dieser Akku oben drauf. Die ganze Maschine wiegt 130 Kilo. Oh, draußen scheint gerade wie die Sonne. Flieger müssen raus. Schon vorsichtig hier rüber. Oh, mal kurz raus. Die Sonne scheint. Oh, ist ja traumhaft. Traumhaft. Ja. Oh, herrlich. Huch, nicht so wackeln. Alter Freak. 34,1 Amperestunden. Wow. Ein schöner Kracher. 34 Amperestunden. So. Boah, ist die schwer. Mann, ey. Aber es geht. Es geht. Oh. Ein Dreck unter. Yeah! Sehr gut. Da sieht man mal wieder, wie der Dreck sich hier wieder reingesetzt hat. Alles verpegt. Oh Mann. Ja, das ist natürlich klar. Ne? Über die Jahre setzt sich da der Dreck rein. Gut, jetzt schrauben die beiden ab und können die Platte abnehmen. Dann haben wir schon eine Platte runter. Cool. So, jetzt habe ich hier schon die erste Platte. Jetzt können wir hier die Spindel ausbauen. Das ist total einfach. Man zieht ihn einfach rüber hier. Dann ist hier der Sechskant frei und dann löst man diese beiden Schrauben und dann kann man die Spindeleinheit schon rausziehen. Das ist genial einfach. Toro, brauchen wir nur leicht ein bisschen lösen. Jetzt muss ich kurz gucken. Oh, jetzt fällt der schon nach hinten. Oh. So. Und jetzt ist die Spindeleinheit schon lose. Jetzt hoffe ich mal, dass der. Das war natürlich wieder alles zu viel. So. Ja, der kippt jetzt nach hinten weg. Jetzt will ich bloß, dass er nicht hinten überkippt. Gut, liegt. Kippt nicht über. Okay. Nee, kippt nicht über. Gut. Und jetzt kann ich die Spindel einheit. Oh, ist schwer.
Na, ich kann gucken, dass ich in der Mitte bin. Ein bisschen vor hier. Gut. Oh. Ich bin da drüber. Nicht, dass mein Tisch mir umkippt. Na gut. Jetzt können wir den hoch machen. So, so steht er gut. Dazu ist das da, dass der ohne Spindel richtig steht. Cool. Oh. So, sehr schön. Ja, diese Spindeleinheit, die will ich jetzt zerlegen. Alles abbauen, die ganzen roten Teile hier abbauen, schauen, was verschlissen ist und dann eine neue Spindel einbauen. Obwohl diese Spindel noch richtig gut ist. Sowas macht mir so einen wahnsinnigen Spaß, das ist unglaublich. Das ist echt der Hit. Der Hit. Das kleine Blech ist mal ab. Das ist nur ein Kunststoffdeckel. Dahinter ist die Übersetzung für die Spindel. Man kann hier drei verschiedene Spindelgeschwindigkeiten einstellen. Ich habe jetzt auf die langsamste Spindeldrehzahl eingestellt, die Zahnräder. Das ging auch relativ einfach. Das könnt ihr gleich mal angucken, da habe ich ein kleines Video zu gemacht. Ja, also ich will jetzt, dass die Spindel langsam dreht, weil ich halt sehr hoch mähe. Mache ich jetzt die Spindel auf die langsamste Geschwindigkeit, damit sie mehr Gräser einfangen kann. Naja, die haben schon ein bisschen Verschleiß hier. So, jetzt muss ich hier diese beiden Muschrauben lösen. Okay, da sind zwei Muschrauben. Die muss ich jetzt lösen und dann kann ich das abziehen. Ja. Zack. Das geht gut. Zack. Ein bisschen mehr. So. Zack. Hier den Keil nicht verlieren. Sehr gut. Schwarz. So, ganz schön 24, 25 und jetzt kommt der letzte hier. Geht natürlich nicht ab. Doch, geht auch ab. So, jetzt kommt noch schön Antikorrid drauf. 22er. Festschrauben. So. So muss das sein. Genau. Sehr schön. So, was ich jetzt nicht verstehe, ist, warum der sich nicht bewegt. Der müsste eigentlich drehen. Aha. Sehr gut. Sehr gut. So soll es sein. So, jetzt kann ich nämlich auch
den Riemen sauber drauflegen. Siehst du. Um das jetzt zu lösen, löst man hier diese Schraube. Jetzt entspannt sich der Zahnriemen. Jetzt kann man ihn hier nach vorne drehen. Da muss man nur den 16er nehmen. Und dann kann man den Zahnriemen schon runterziehen. Und das ist halt der Mechanismus, um den Zahnriemen zu spannen. Die kann ich dran lassen. Die muss ich jetzt abnehmen. In der Hoffnung, dass ich dann diese ganzen Deckel runterziehen kann. Und dank meines lieben Freundes Thorsten habe ich dafür sogar noch die richtigen Schlüssel hier. Nämlich, das sind alles Zollmaße. Der war zu groß. Perfekt. Das Ritzel runterziehen. Zack. Habe ich mit so einem Antikorrid fett gefettet. Zack, weg damit. Hier ist ein kleine Passfeder. Aufpassen, man die nicht verliert. So. Ja, das denke ich mal, ist nur drüber gesteckt. Das kann man jetzt hier mit drei Schrauben rausmachen. Eins. So. Ja. Dreht. Eigentlich wäre es besser, das Zahnrad abzunehmen, aber funktioniert. Da sind schon ganz schön verschlissen, diese Zahnräder. Ja. Ah, schöne. Ja, da ist ein O-Ring drin. Da ist ein O-Ring drin. Oh, Rost. Cool. So, jetzt habe ich die Möglichkeit, ihn hier schön hinten auf die Dinger zu stellen. Und hier perfekt alles abzuschrauben. Und wir wollten noch richtig gut. Lösen. Was ist hier? 13er. Sehr gut. Ich weiß nicht, ob die Nanu drin ist. Dann drehen wir noch ein bisschen weiter raus. Ja. Genau. Zack. Gut, andere Seite. Lösen. Und dann haben wir es schon. Ab. Erstmal mache ich den hier runter. Das war ich nicht mal. Guckt euch das an, Freaks. Total zugeschmissen. Was soll denn das? Boah, da unten liegt er schon auf. Das ist doch ein Mist. Ja, die hole ich mir auch neu. Oder ich lasse ihn einfach weg. Weiß ich noch nicht. Mal gucken. Runter damit. Aha, cool. Was ich hier jetzt abschraube, das ist ein Blech, das ungefähr 1 mm über die Spindel gesetzt wird. Und das sorgt dafür, dass das abgeschnittene Gras hier vernünftig über die Spindel rausgeschleudert wird. Das muss man also immer auf die Spindel anpassen. Bei feuchtem Gras soll der Abstand größer sein und bei trockenem Gras soll der Abstand möglichst klein sein. So, und dann kann ich hinten die Rolle abschrauben und dann können wir schon
das ganze Gehäuse auseinanderziehen. Scharf, messerscharf. Gut. So, und diese Platte hier, diese Platte, davon brauche ich noch zwei zusätzliche Platten. Diese Platte hier, die dient dazu, um die hintere Rolle etwas anzuheben, damit der Winkel zum Gras sich verändert. Und je höher man schneidet, desto mehr Platten muss man hier zwischenlegen. Das Gegengewicht. Die Hände sind bestimmt auch total verpegt. Wenn ich schon sehe, dass schon zinkkorrodiert ist. So. Ja, toll. Ja, dazu sind dort diese Schlitze drin. Da ist auch ein O-Ring drin. Da bin ich sicher. Oh, Peak, ey. Oh Mann, ey. Jetzt kommen diese Schrauben ab und die hier runter. Ja, das sind Passschrauben. Ja. Oh, die geht nicht runter. Jetzt sag nicht, ich muss die rausschrauben. Jetzt muss ich erstmal nachlesen, wie ich jetzt hier diese Platte wirklich runterziehen kann. Diese Scheiben gehen nicht runter, also muss ich anscheinend diesen Bolzen rausschrauben. Aber das lese ich erstmal nach. Danke fürs Zuschauen. Freut mich, dass ihr dabei wart. Abonniert mich, dann habt ihr rechtzeitig und sofort das nächste Video. Bis zum nächsten Mal, euer Rasenfreak. Tschüss.